Oh Gott. Ich hoffe, ihr hört mich auch laut genug. Ich stelle das Mikrofon mal ein bisschen weiter weg. Da unten ist es. Hallo, Freunde. Das kennen wir ja schon. Ist ein bisschen leid. Hey, Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yeah! Oh, geil. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Ethan. Tschüss, Baby. Tschüss. Sind wir das? Wir sind eine Frau, oder? Kann das? Ethan. Oh Gott. Du hattest recht. Womit? Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, dann was? Oh. Such mich nicht. Was? Warum nicht? Es ist so dunkel. Ich hab jetzt schon Schiss, Alter. Oh Gott, ist das fürchterlich. Oh Gott. Ein Telefon? Ein... Hallo? Hey, hier ist Ethan. Ich guck mal eben, ob ihr noch da seid. Du warst auf einmal verschwunden. Ja. Es geht. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es geht, ne? Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt, sie... Es sie, läuft, sie ist ne? zurück. Okay, Gott sie sei Dank. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja... Das funktioniert. Ich weiß nicht wie, aber sie ist zurück, wieder zurück. Hm, wartet mal, Freunde. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Oh, Dalvi, geiles, Louisiana. Geiles Auto, Alter. Es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß, aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Ob ich das so rausfinden will, ich weiß nicht. Ja gut, okay, komm. Also, wir müssen unsere Freundin finden. Challenge accepted, würde ich sagen. Kann ich selber fahren? So wie bei... Alter, das sieht aus wie bei Outlast. Boah, bitte. Outlast 3 bitte nicht in VR. Die Kamera setzt noch nicht. Wir sind schon mitten im Spiel, Freunde. Ich sitze nicht... Ich sitze, glaube ich, nicht gerade. Kann das sein? Nein. Hier sollte es sein. Ich habe die Kamera... Ich habe das, dieses Headset noch nicht richtig auf. Mich wundern, wenn ich so ein bisschen rumfummel. Gehen. Oh Gott. Der Wagen sah aber gerade noch anders aus und vor allen Dingen gewaschen. Mir juckt das. Mir juckt die Nase. Noch mache ich lustige Sprüche. Da soll ich jetzt lang gehen, oder was? Ich finde es aber da hinten, wo wir hergekommen sind, viel schöner. Das kann ich gar nicht. Haben wir denn. Wir haben Hände. Haben wir auch Füße? Nein, wir haben keine Füße. Ich hoffe, ich gucke auch immer geradeaus in die Kamera. Ich kriege ja gar nichts großartig mit. Naja, ist ja noch, wir haben ja noch Herbstwetterchen, ne? Also Sonne strahlt, die Sonne geht zwar unter, so wie es aussieht, sieht aus wie, okay, Füße aber nicht, sieht aus wie, sind wir eigentlich der Typ, der unten aufgehangen worden sind, Ethan, also der in der Demo aufgehangen sind, weil Ethan, so von der Hand her kommt das hin. Boah, das mit dem Video war gerade schon fies, fand ich persönlich. Alter. Ernsthaft? Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Was? Spielehinweise ansehen? Touchpad? Hm. Warum nicht noch größer? Ich kann es nicht. Warte mal. Ich kann es gar nicht richtig lesen. Ich sehe es verschwommen. Woran liegt das? Ah, warte. So, ich muss das Headset richtig aufsetzen. Dann sehe ich auch was. Was steht da? Mia finden. Steuerung? Akten. Keine Akten. Ja. Ich habe meinen Aktenschrank ja auch nie mit. Ah, Legende zur Position. Aktuelle Position bewegen. Aha, da ist wahrscheinlich das Auto am Stehen. Und da ist, glaube ich, das Haus. Und hier geht es auch noch irgendwo lang. Wahrscheinlich zur Garage. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie eindrucksvoll das gerade ist, hier durch den Wald und zu diesem Anwesen zu kommen. Das ist auf dem 2D-Fernseher, sieht das wahrscheinlich jetzt so gerade so. Oh Gott. Dieser Baum. Ich muss mal eben hier das. Warte mal. Warte mal eben. Ich muss das mal eben hier wegpacken, die Klamotten. So.
kann ich mich ein bisschen besser umsehen. Ich weiß nicht, ob man mich gut hören kann, weil ich ja so weit weg vom Mikrofon stehe. Ich will hier natürlich nichts umhauen, weil ich die Kerze anhabe. Und ich hoffe, der Stream läuft noch. Das ist meine größte Sorge. Alter. Nein. Warte mal. Doch. Moment. Wenn ich da jetzt X drücken gehen, wenn ich da X drücken kann, dann gehe ich da nicht lang. Kann ich eh nicht. Ist eine Kette vor. Es ist laut. Ach ja, warum nicht? Natürlich. Ich klingel einfach mal. Ich bin doch nicht bescheuert und klingel da. Was wackelt denn hier? Ist das der Wind oder was? Alter. Ich schaff's mir jetzt schon in die Hose. Ich klingel einfach mal, komm. Was soll schon passieren? Hallo? Hallo, haben Sie Mia gesehen? Verdammt. Ist das ein Easter Egg, wenn man da 10-mal draufdrückt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde gerne gucken, ob der Stream noch läuft. Also jetzt nicht wundern, wenn ich die erste Zeit nochmal so ein bisschen abchecke. Stream läuft, ne? Ja, okay. Okay, alles klar, gut. Ja, ich wollte nur gucken, wie gesagt, ob alles läuft. So, gut. Dann war das nur, weil ich das Headset kalibrieren musste. Deswegen ist der Stream ein paar Mal abgekackt. Aber gut, dann weiß ich das schon mal. Gut, aber wenn das jetzt läuft, ihr seht mich, alles funktioniert. Top. Ich hoffe, ich gucke richtig in die Kamera. Ich denke mal, da wird die Kamera sein. Alles super. Noch bin ich gut drauf, Freunde. Laufen mit Eltern. Oh Gott. Noch bin ich gut drauf. Ja. Die Kerze glüht. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Fernsehteamwagen. Kamera. Hier sind irgendwelche Stative am Liegen. Die sind hier anscheinend eingebrochen. Wahrscheinlich so Ghost Adventures mäßig. Und die haben sind wahrscheinlich nie wieder zurückgekommen. Kann ich hier irgendwas untersuchen? Ah, guck mal, Simpligon. Das ist aber merkwürdig. Die Scheiben bewegen sich, wenn ich so meinen Kopf wackel. Das ist aber strange. Kann ich hier reingucken? Oh. Alter, wie gemein das ist. Alter, wie nah man da dran ist. Oh, eine Zeitung. Was steht da? Swearers Gators. Sarah, kann ich das irgendwie... Hallo? Was? Schließ dich uns an. Join us. Aha. Was steht da? Swear Gators Episode 17. Projektvorschlag. In ein Geisterhaus von Louisiana schleichen. Naja. Oh Gott. Freunde. Ich weiß, dass ihr da seid, aber irgendwie... Boah, die Kerze, ne? Boah, oh, Was? Nimm ihre... Was steht da? Was? Kann ich das nochmal lesen? Nimm ihre... Wieso kann ich das nicht nochmal lesen? Ich würde es gerne lesen. Was steht da? Nimm ihre Gabe? Stand da irgendwas mit Nimm ihre Gabe an? Für kein Geld der Welt. Für keine Frau der Welt. Also Mädels, falls ihr gerade zuseht, ne? Noch nicht mal für 1 Million würde ich euch irgendwo da rausretten. Nein! Ich bin so eine Memme. Ich würde das nicht tun. Oh, okay. Oh, die Pflanzen sind ein Traum. Okay, die Pflanzen sind jetzt nicht gerade schön detailliert. Man sieht's hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, Alter. Oh Gott. Boah, fürchterlich. Das mit der Kerze ist ja ekelhaft. Na toll. Die Musik jetzt. Ich hatte noch nie so Respekt und so... Ich meine, wenn der erste Schocker... Hallo? Ernsthaft? Lief der da jetzt? Warum läuft der da jetzt schon? Ich dachte, wir machen jetzt einen netten Spaziergang durch den Wald. Der Mr. Baker. Herr Baker, ich bin's, der Herr Flex. Ich bin's, Flex, ich will das nicht spielen, Alter. Was tue ich mir hier eigentlich an? Was tue ich mir eigentlich an? Freunde. Alter, was ein Sumpfgebiet. Hier sind bestimmt Leichen drin. Der ist irgendwo hingelaufen. Warte mal, kann ich hier runter? Ne, geht nicht. Boah, hier liegen bestimmt Leichen drin. Mit Sicherheit ist das... Ne, ich dachte, das ist ein Baumhaus. Oh Gott, Freunde, ich hoffe, ich bin laut genug. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wenn ich schreien werde, dann werdet ihr es sowieso hören. Vor allen Dingen,
Wenn ich jetzt da im Wald wäre und hätte den Typen da gesehen, es läuft, ich würde da doch nicht weitergehen. Ich würde umdrehen zum Auto und tschüss, wiedersehen. Alter, nie im Leben. Oder ich hätte vielleicht gerufen, hallo. Und wenn er nicht reagiert hätte, dann wäre ich abgehauen. Was ist das denn? Achso, Vögel. Warum ist das hier so schwarz, Alter? Boah, und diese Kerze, was ist das denn da hinten? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist das, was auf dem Cover ist. Wo ich gedacht habe, ist so ein Traumfänger. Alter, das sind so Kuhfüße oder Kuhschenkel oder was. Alter, ist ja ekelhaft. Boah, jetzt kommt bestimmt der erste Schocker. Ich hab's gewusst. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Alter. Das haben wir ja in der Demo schon gesehen, dass da. Hier hinter mir steht einer 100%. Ich noch nicht. Haben wir in der Demo ja schon gesehen, dass da so Kuhhilfen lagen. Oh Gott. Jetzt, achso, jetzt kann ich mich bestimmt ducken, ne? Lerne ich bestimmt, wie ich mich ducke, oder? Kreise. Was denn jetzt? Ach, er geht doch. Ah, wir gehen automatisiert quasi unten durch. Das heißt, ich kann wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Denke ich mal, ne? Oder? Ich probier's mal eben. Doch, kann ich. Juhu. Nur zur Sicherheit, ne, Freunde? Falls ich das Spiel ausmachen sollte, dass ich auch flüchten kann. Ja, ich würde sagen, das Spiel dauert schon viel zu lange und es ist schon viel zu lange ruhig. Wenn ich das mal so anmerken darf. Denn es muss doch wahrscheinlich jetzt gleich was passieren. Das ist doch bei Horrorspielen immer so, oder? Und was ich hasse, ist Stille in Horrorspielen. Ich meine, noch geht's. Da brennt's. Und das Spiel wird ja noch schlimmer. Wir kommen ja noch ins Haus. Oh Gott. Großwildjagd wahrscheinlich hier. Alter. Die Arme sehen lustig aus. Na, 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 na. Ich sag ja nochmal meine lustigen Sprüche, Freunde. Ah, wir sind am Anwesen. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott, wir sind am Anwesen. Alter, wie riesig das Haus wirkt. Muss ich jetzt da runter? Ob das so eine gute Idee ist? Oh Gott. Was ist denn hier? Was ist das denn? Oh, das ist ihre Tasche bestimmt von mir, oder? Näher untersuchen, links und rechts. Führerschein. Von? Wie kann ich den... Ich habe, glaube ich, gerade was gehört. Ein Ausdruck einer E-Mail von ihrer Frau, Mia, die seit 3 Jahren vermisst wird. Warte mal, kann ich das lesen? Ach, die habe ich noch gar nicht... Guck mal, habe ich noch gar nicht... wie kann ich... Also... Von Mia Winters, gesendet Dienstag, 18. Juli 2017, 23.04 an Ethan Winters. Dluvley, Louisiana, Baker Farm, komm und hol mich. Das muss nicht zwangsläufig von ihr stammen, ne? Das kann ja auch... Mias Führerschein, er ist mit einem seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Ja, das kann ich auch... Wie kann ich denn zoomen? Boah, ist der klein, der Führerschein. Also wenn mein Führerschein so klein wäre, der würde ja irgendwo, keine Ahnung, irgendwo verschwinden. Ach, das sind bestimmt da oben die Videos, ne? Oder? Weil da oben so ein Play-Button ist. Inventar, okay. Gibt's da noch irgendwas drin? Ich untersuche die Tasche nochmal gründlich. Mal nicht, dass ich irgendwas übersehe. Boah, überleg mal, wie gemein das ist. Du untersuchst so eine Tasche und auf einmal kommt da irgend so ein Vieh oder so. Ach, oh Gott, das will ich nicht erleben. Liebe Entwickler von Resident Evil, ja, bitte, gibt's so ein Pussy-Modus oder so ein Friedlich-Modus? Den würde ich gerne spielen. Wo alles so mit bunten Blättern ist und alles. Ja, von hier kommen wir ja, das kennen wir ja, ne? Das kennen wir ja aus der Demo. Dem Bereich hier. Alter. Am Tage sieht das nochmal ganz anders aus. Da sieht das wirklich ganz anders aus. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ich will da nicht rein. Oh Gott, Freunde, ich will da nicht rein. Freunde, ich will nicht da rein. Freunde. Ich gehe erstmal eine Runde schaukeln. Freunde, ich will da nicht rein. Hui. Heidepark Soltau. Die neue Kinderschaukel.
Oh, Freunde, ich will da nicht rein. Freunde, auf keinen Fall. Oh Gott, das ist dunkel. Kann ich hier durch die Fenster? Oh Gott. Ich will da gar nicht hingucken. Ich hoffe, dass es mit der Kamera geht. Also, dass sie jetzt nicht... Die Tür ist offen. Warte mal. Ich versuche gerade was zu hören, aber... Die Frage, die ich mich jetzt stelle... Alter, mein Fibres-Dingen ist gerade am Sprühen. Die Frage, die ich mich jetzt stelle, spielt das jetzt vor dem Video aus der Demo oder danach? Wahrscheinlich eher davor, ne? Gut. Gut. Oh Gott, ist da dunkel! Oh Gott! Oh Gott, Alter! Oh Gott, ist da dunkel! Oh Gott, das ist ja noch schlimmer! Oh Gott, das ist ja noch schlimmer wie eine Demo! Oh Gott, ich guck noch mal eben, ob alles funktioniert. Oh Gott, es geht, okay, das geht. Also zum Zugucken geht, ne, alles funktioniert, ne? VR, okay, alles klar, super. Dann ist ja schön, dass die Kamera auch nicht wegfokussiert. Wie viele Zuschauer? 12 Zuschauer, oh Gott. Freunde. Schön, dass ihr alle da seid. Ich stelle noch mal eben alles ein, dass ich alles hier picobello habe. Lädt dich rein. Oh Gott. Oh Gott, Alter, es ist so fürchterlich. Es ist so. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber es ist so. Oh Gott, es ist so dunkel. Es ist. Ich trau mich gar nicht. Oh Gott, ist das gruselig, in die Dunkelheit zu gehen. Oh Gott, wieso? Wer macht denn hinter mir die Tür zu? Verdammt! Ja, verdammt. Wer schließt denn hier ab? Das Geräusch gerade. Ah, das kommt mir bekannt vor. Das kennen wir ja alles. Also das ist, würde ich jetzt sagen, ist ganz okay. Da kann ich mit leben. Aber... Was war das? Das... übrigens, das soll eigentlich einen Baum darstellen. In Wirklichkeit ist es das Muster meiner Unterhose, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. Was war das? Da läuft doch einer. Ohne Spaß. Mach doch die Taschenlampe aus. Das Spiel speichert. Das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, da brauche ich gar nicht wackeln, das funktioniert eh nicht. Tag! Guten Tag, ich komme vom Einwohnermeldeamt. Ich wollte gucken, ob hier eine Messi-Wohnung ist. Und wollte ein bisschen aufräumen. Warte mal, ich gucke nochmal, geht das? Ah, es ist Silberanimation, ja. Oh, Mist! Mist! Da liegt eine Zeitung. Hübscher Ventilator. Wasserleitung ist auch nicht bezahlt. Wasserrechnung ist auch nicht bezahlt. Geht das alles wieder hier? Kann man hier alles wieder... Da läuft doch einer ohne Spaß. Kannst du mal erzählen, was der will? Ist immer noch das Logo hier? Ah, guck mal, der Aufkleber ist weg aus der Demo. Alter, ich will doch nie im Leben... Nie im Leben hier reingehen, wenn ich das so schon von draußen sehen würde. Ich würde doch nie im Leben hier... Genau, ich drehe mir jetzt den Rücken zum Flur und lese die Zeitung. Nein, Freund. Freunde, nein, auf keinen Fall. Freunde. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Und wir sind wahrscheinlich Person 21. Wenn das so weiter... Boah, die Kerze, ne? Boah. Da muss doch gleich was passieren, 100 Pro. Da passiert doch gleich was. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Oder der kommt von hinten oder so. Also wir spielen nicht die Demo, ne? Für die Leute, die gerade eingeschaltet haben. Ach, was ist denn? Das war ich nach der letzten Aufnahme. Ich gehe nochmal eben kurz gucken. Ich will ungern rennen. Nochmal gucken eben in der Schublade aus der Demo, ob wir die offen kriegen. Ah, es geht nicht. Was ist das denn? Kann ich da ran? Wie kann ich denn...
Das Geräusch gerade. Ich will das nicht mehr spielen. Was steht? Steht hier was? Das ist irgendwie ein Foto. Ich kann es nicht. Was soll denn das sein? Ach, ich kann sogar mit dem. Ach, kann ich nicht mitnehmen. Ich dachte, ich kann es mitnehmen. Frage ist, wo gehe ich jetzt als erstes hin? Ich weiß, da hinten ist der Kamin und dieser scheiß Keller. Ich gehe, glaube ich, erst nach oben. Oh, das Bild habe ich auch. Ist ganz hübsch. Sind hier die Puppen wieder? Oh Gott, oh Gott. Boah, wie gemein das ist, jetzt um die Ecke zu gucken. Was ist das denn? Da liegt... Ich habe Angst, dass irgendwas passiert. Verfallenes Haus? Die Kassette liegt hier? Was liegt denn dann in dem Schrank? Warte mal. Was ist das denn? Ach, speichern! Ja, ich möchte speichern. Juhu! Ach so, da speichert man. Ach, krass. Ah, das ist gut zu wissen. Ach so. Da steht hinter uns einer, hundertprozentig. Es steht hinter uns einer, ich weiß es genau. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich warte nur drauf. Ich warte nur, dass was passiert, hundertprozentig. Ich warte nur drauf. Ich drück mal den Knopf. Es passiert nichts. Keine Reaktion. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Sicherungskasten. Und schauen mal, ob wir, die Sicherung finden, die wir auch aus der Demo kennen. Ja, könnte auch mal wieder renoviert werden. Oh, die Puppen fehlen. Das heißt also, er spielt definitiv vor der Demo. Da kommen wir nicht rein, ne? Alter, ich würde nie im Leben hier reinlaufen. Mein ganzen Leben würde ich hier nicht reinlaufen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Kann ich die Tür zumachen? Oh. Auf keinen Fall würde ich hier reingehen. Nie im Leben. Das. Was ist das denn? Das sieht aus, als ob hier vorne jemand steht und da liegt einer. Steht dahinter was drauf? Nein. Okay. Das hier? Das sieht aus wie Mia. Unsere Freundin, die wir suchen übrigens. Aha. Sie war anscheinend hier zu Besuch. Wahrscheinlich hat sie ihr Kaffee getrunken. Mit den Bakers. Ich sag ja. Noch mache ich lustige Sprüche. Ja, ich habe die Sicherung noch nicht. Geht das wieder? Die Frage ist, macht das Krach? Und die Frage, die ich mich jetzt stelle, erst Video gucken oder? Was ist das denn? Das sieht aus wie diese Kellertür, aber das ist die gar nicht. Ah, das Bild ist ja allerliebst. Das habe ich in der Demo schon gefeiert. Das sind wohl die Eigentümer. Ja, die sehen ganz lieb aus. Kann ich mich hier ducken? Ah, das geht. Juhu. Machen wir erstmal offen. Mal gucken, vielleicht finden wir ja die Sicherung. Vielleicht ist ja da. Boah, ich bin ganz schön mutig, dass ich hier so einfach mal. Die Leiter ist da. Aber keine Sicherung. Oh, die Geräuschkulisse, ne? Auf Kopfhörer. Oh nein, ich kann runter. Nein. Ich will nicht runter. Bist du bescheuert? Alter, ich gehe da doch nicht runter. Alter, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich gehe jetzt erstmal Video gucken. Auf gar keinen Fall. Ich gehe.
Oder? Oder gehe ich erst in den. Oder gehe ich erst in den Keller? Ich gehe mal erstmal Video gucken. Verfallenes Haus ist ja das, was wir eigentlich kennen, ne? Ich gehe jetzt erst das Video gucken. Aber der Zettel mit den, ich werde dich zerschmettern mit den Steinen fehlt, ne? Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht, Alter, ich bin so angespannt. Freunde, ich bin so angespannt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich bin am Schwitzen. Boah.